Eine Uhr einmal mit allem oder, um es mit Sinn zu sagen, EZM10. Ich freue mich, euch diese Uhr heute zeigen zu können. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute habe ich das große Vergnügen, dir eine wirklich sehr, sehr außergewöhnliche Uhr vorstellen zu können, nämlich den EZM10, den Einsatzzeitmesser 10 von Sinn. Eine Uhr, die so ziemlich alle Sinn-Technologien beinhaltet, die Sinn zu bieten hat. Und darüber hinaus noch ein kleines bisschen mehr. Wenn dich so etwas interessiert und du ein Interesse an deutschen Uhren hast, vielleicht auch meine Videos magst, kannst du unter dem Video in der Videobeschreibung oder in der Ecke unten rechts gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du auch keines der zukünftigen Videos. Aktiviere noch die Glocke und du bist auf der sicheren Seite. Jetzt möchte ich dir aber diese wirklich außergewöhnliche Uhr im Detail zeigen. Der EZM10 von Sinn ist eine typische Sinnuhr, technisch, instrumentell, gut ablesbar und mit einer Menge Technologien vollgestopft. Eine Uhr, die durchaus sehr präsent am Arm ist, relativ groß und hoch, aber nicht über die Maßen schwer. Die Uhr hat einen Durchmesser von 9 zu 3, von 46,5 mm und von 6 zu 12 von 44 mm. Das liegt daran, dass auf der 3-Uhr-Seite die Drücker in das Gehäuse integriert sind und deshalb diese Achse im Durchmesser größer ist als diese Achse. Die Uhr baut insgesamt 15,6 mm hoch und hat eine Anstoßbreite von 22 mm. Die Uhr ist aus hochfestem Titan, wiegt aber aufgrund der ganzen verbauten Technik und der Größe trotzdem ohne Band 95 Gramm, also kein Leichtgewicht, aber angesichts der Größe und der Masse auch nicht über die Maßen schwer. Auf der Vorderseite ist ein entspiegeltes Saphirglas verbaut und die Rückseite hat standardmäßig einen Stahlboden. Hier verbaut ist ein Saphirglasboden, der 100 Euro Aufpreis kostet. Das Gehäuse ist Titan, perlgestrahlt und tegmentiert und damit auch wirklich sehr kratzresistent. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht. Sowohl die Krone als auch der Boden sind verschraubt. Die Uhr hat Stunden- und Minutenanzeige aus dem Zentrum sowie eine Sekundenanzeige auf der 9-Uhr-Position. Auf der 3-Uhr-Position haben wir eine 24-Stunden-Anzeige und auf der 6-Uhr-Position die Stundenanzeige der Stoppzeit. Zwischen 4 und 5 ist das Datum platziert. Die Lünette dreht in beide Richtungen mit einem guten Widerstand, allerdings fühlt sich das etwas weich an, also keine sehr laut hörbaren Klicks wie bei den Taucheruhren. Trotzdem ist die Lünette sehr präzise einzustellen. Die Beschriftung der Lünette ist eine Countdown-Skalierung, sodass die Zeit heruntergezählt werden kann und eine abfallende Zeitfolge gemessen werden kann. Die Lünette ist aus Saphirglas. Wollen wir einmal schauen, wie die Uhr an meinem 17 cm Handgelenk aussieht. Heute habe ich die Sinn 7563 an, eine auf 75 Stück limitierte Sonderausfertigung. Und hier sieht man also schon einen Größenunterschied. Diese Uhr hat 40 mm, diese 44 mm im Durchmesser und es ist schon ein signifikanter Unterschied. Der EZM10, wie gesagt, ist nicht so leicht, wie man es von Titan vielleicht erwarten würde, aber auch nicht so schwer, wie es die Größe nahelegt. Eine richtig tolle sportliche Uhr,
Sieht wirklich super aus. Allerdings an meinem Arm empfinde ich sie wie leider zu oft etwas zu groß. Die 44 bzw. 46 mm sind an meinem 17 cm Handgelenk nach meinem Geschmack etwas überdimensioniert. Die Uhr wird angetrieben durch ein SZ01. Das SZ01 ist eine eigene Weiterentwicklung im Hause Sinn, basierend auf dem Etawalju 7750. Die Entwicklung beinhaltet, dass die Stoppzeiten, sowohl was die Stoppsekunde als auch die Stoppminute betrifft, aus dem Zentrum mit großen Zeigern angezeigt werden. Die Stoppminute zeigt eine 60er Teilung an und hat eine springende Minute, was die Stoppzeitablesung extrem erleichtert. Nehmen wir uns eine Minute Zeit, um den springenden Minutenzeiger bei der Stoppzeitmessung zu beobachten. Der Sekundenzeiger ist gestartet und der Minutenzeiger mit dem Flugzeug an der Spitze ist stehen geblieben, wie ihr sehen könnt. Der Sekundenzeiger ist in Weiß und Orange gehalten, was es ermöglicht, ihn an jeder Position des Ziffernblattes gut abzulesen. Sowohl über den weißen Totalisatoren auf 3 und 9 Uhr als auch über dem orangefarbenen Stundenzeiger der Stoppzeitmessung auf 6 Uhr. Die weißen Teile des Zeigers finde ich eine wirklich gute Idee, ebenso die Kombination mit Orange, sodass der Zeiger in jeder Position des Ziffernblattes unmittelbar erkannt werden kann und nichts überdeckt oder überlagert. Jetzt nähert sich der Sekundenzeiger der 12 Uhr und nimmt gleich den Minutenzeiger mit, der jetzt um eine Position springt und damit eine wirklich absolut exakte, minutengenaue Ablesung der Stoppzeit ermöglicht und nicht irgendwo zwischen zwei Anzeigen stehen bleibt. Ja, wie eingangs erwähnt, hat diese Uhr eine ganze Menge Sinntechnologien verbaut und da möchte ich jetzt einmal näher drauf eingehen. Zum einen hat die Uhr die Diapal-Technologie verbaut, das heißt die schmierstofffreie Hemmung, sodass die Garantie auf 5 Jahre verlängert wird und auch die Revisionsintervalle entsprechend verlängert werden. Das Gehäuse und auch der Drehring sind tegmentiert. In diesem Fall mit dem Silikonband ist auch die Titan-Faltschließe tegmentiert. Die Uhr hat ebenfalls verbaut die AR-Trockenhaltetechnik. Hier sehen wir die Sulfatkapsel, die mit einem ganz, ganz hellen Blau einen optimalen Zustand anzeigt. Die Uhr ist ausgestattet mit der Sinntemperaturresistenztechnologie, sodass eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist in einem Temperaturbereich von minus 45 bis plus 80 Grad. Die Drücker sind in dem D3-System ausgefertigt, was die Drücker resistent macht gegen seitliche Stöße und über die übliche Abdichtung hinaus auch das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub zusätzlich erschwert. Die Drücker sind schwarz, das heißt auf dem gehärteten Untergrund ist eine PVD-Beschichtung aufgebracht, die nicht nur einen sehr, sehr schönen optischen Akzent geben, sondern auch die Drücker sehr abriebfest und kratzresistent machen. Schauen wir uns die Uhr doch einmal aus der Nähe an. Wirklich toll verarbeitet, richtig schön gemacht. Alles sauber, alles passt genau aufeinander. Der unverlierbare Drehring mit Schrauben fixiert.
Übrigens, man soll es nicht glauben, diese Uhr ist 6 Jahre alt. 6 Jahre und so gut wie keine Gebrauchsspuren dank Tegument-Technologie. Wollen wir uns die Uhr doch einmal bei Nacht ansehen. Und hier haben wir den EZM10 bei Nacht. Ein richtiges Leuchtwunder, herrlich anzusehen. Und wie es sich gehört, auch aus unterschiedlichen Winkeln wirklich gut zu sehen. Eine tolle Uhr. Im Video-Intro habe ich gesagt, einmal eine Uhr mit allem und mehr. Und das mehr möchte ich euch jetzt zeigen, denn diese Uhr hat nicht nur ein, sondern sie hat 2 Nachtbilder. Und das zweite möchte ich euch jetzt zeigen. Dafür nehme ich mein Schwarzlicht und ihr seht, die Leuchtmasse wechselt von grünlich-gelb auf ein hartes Weiß und die Stoppindikatoren leuchten orange nach. Das ist das Standard-Nachtbild und das ist das Nachtbild mit Schwarzlicht bzw. UV-Licht. Und nochmal das Ganze. Wirklich sehr beeindruckend. Ja, was kostet nun diese Schönheit? Diese Uhr gibt es nicht in unterschiedlichen Varianten. Es gibt noch den EZM9. Das ist eine entsprechende Uhr ohne Chronographenfunktion, aber den Chronographen gibt es nur in dieser Ausführung und keinen anderen Varianten. Am Leder kostet die Uhr im November 2020 4.890 Euro. Am Titanarmband liegt der Preis bei 5.330 Euro und wie hier am Silikonband mit der tegmentierten Titanschließe liegt der Preis bei 5.320 Euro. Der Saphirglasboden, der hier verbaut ist und den standardmäßigen Titanboden ersetzt hat, kostet ebenfalls 100 Euro extra. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso fasziniert von dieser mit Technologie vollgestopften Uhr, wie ich es bin. Und ihr freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.